Der Landkindergarten in Schierning ist ein zweigruppiger Kindergarten, eingebettet inmitten malerischer Natur in der Gemeinde Gradweinstraßengel. In diesem Kurzfilm stellen wir Ihnen diesen Kindergarten nun näher vor. Bei uns im Kindergarten ist es so, wir haben zwei Kindergartengruppen und wo praktisch Kinder in der Gruppe sind von 3 bis 6 Jahren. Wir haben aber auch die Möglichkeit, Kinder aufzunehmen unter 3 Jahren. Das heißt, wir haben im Herbst gestartet mit 35 Kindern, davon waren 6 Kinder unter 3 Jahre alt. Wie gesagt, 2 Gruppen. Wir führen diese Gruppen aber gruppenübergreifend. Das heißt, die Kinder treffen einander. Sie treffen sich im Turnsaal, sie treffen sich im Gang heraus, wo wir Spielbereiche vorbereitet haben, und sie treffen sich auch im Garten. Und auch unsere Feste bereiten wir gemeinsam vor und feiern wir dann auch gemeinsam. Ja, es ist so, wir haben jetzt momentan einen Halbtagskindergarten. Das wird sich aber ändern. Also wir möchten unsere Öffnungszeiten erweitern. Das heißt, wir haben dann eine Halbtagsgruppe ab Herbst, die wird von 7 bis 13 Uhr geöffnet sein, und eine Ganztagsgruppe, die ist von 7 bis 15 Uhr geöffnet. Das bedeutet auch, dass wir mehr Personal brauchen. Das heißt, wir werden dann 3 Kindergartenpädagoginnen sein und 3 Betreuerinnen und unsere Reinigungskraft. Der tägliche Ablauf in der Gruppe benötigt klare und gut nachvollziehbare Regeln und Vereinbarungen, denn die Kinder sollen sich im Kindergarten gut aufgehoben und geborgen fühlen. Wie sieht so ein typischer Kindergartentag eigentlich aus? Reporter Markus Hirzer hat auch dazu die Leiterin des idyllischen Landkindergartens Schierning befragt. Ja, also die Kinder kommen in der Früh in den Kindergarten, sie ziehen sich in der Garderobe um und kommen dann zu uns in den Gruppenraum. Dort werden sie begrüßt und dann steht den Kindern viel Spielmaterial zur Verfügung. Wir haben den Gruppenraum in Spielbereiche eingeteilt. Das heißt, die Kinder können dann selbst ihr Spielmaterial wählen. Die Materialien sind alle in Kinderhöhe angebracht, sodass die Kinder sich ihr Spiel nehmen können, und sie sind auch wieder aufgefordert, das Spiel dann auch wieder wegzuräumen, wenn sie sich mit einem anderen Spiel beschäftigen möchten. In dieser Zeit setzen wir verschiedene Aktionen mit den Kindern, oder wir sind einfach für die Kinder da, wenn sie uns brauchen. Zeitgleich ist auch der Turnsaal geöffnet, das heißt, die Kinder haben die Möglichkeit, in den offenen Turnsaal zu gehen. Dort steht ihnen ein Klettergerüst, Fahrzeuge und verschiedene andere Möglichkeiten haben sie dort, um sich zu bewegen und ihren Bewegungsdrang zu stillen. Und auch zu dieser Zeit haben die Kinder die Möglichkeit zu jausnen. Also das heißt, wir haben im Gruppenraum einen Jausentisch und da gibt es 6 Plätze und die Kinder schauen, ob ein Platz für sie frei ist, und dann richten sie ihre Jause her, machen sich's gemütlich, haben auch die Möglichkeit, mit ihren Freunden ein bisschen zu plaudern, und dann essen sie ihre Jause, und wenn sie fertig sind, sind sie auch wieder aufgefordert, alles wegzuräumen. Ja, und wenn alle Kinder dann mit der Jause fertig sind, dann treffen wir uns zum gemeinsamen Kreis.
dieser gemeinsame Kreis. Das soll ein musikalisches und sprachliches Angebot sein. Da werden wir mit den Kindern Musik machen, wir spielen mit der Gitarre. Die Kinder haben die Möglichkeit, Instrumente auszuprobieren. Wir spielen Klanggeschichten, wir erzählen den Kindern Geschichten, die Kinder spielen Rollenspiele. Es kann auch einmal zur Entspannung eine Massagegeschichte sein. Manchmal bieten wir auch Einheiten in englischer Sprache an. Ja, und hier haben die Kinder auch die Möglichkeit, so ihre Ideen zu äußern. Wir versuchen dann, die Ideen der Kinder aufzugreifen und in diesen Kindergartenalltag mit einzubauen. Ja, und danach heißt es dann ab in den Garten. Und da haben die Kinder eine riesengroße Freispielfläche. Sie haben eine Rutsche, sie haben Schaukeln, sie haben Fahrzeuge zum Fahren. Dort können sie sich so richtig austoben und dann werden sie zu Mittag von ihren Eltern dort abgeholt. Kindergarten versteht sich als Bildungsinstitution, die Kinder auf das lernende Leben vorbereitet. Räume und Materialien werden zur Verfügung gestellt, die die Kinder anregen, sich auf stetige Lernsituationen einzulassen. Über die Ideenfindung zu unterschiedlichsten Projekten im Jahreskreislauf erzählt uns nun Kindergartenpädagogin Carmen Löscher. Naja, also gewisse Sachen sind einfach im Jahreskreis mit eingebunden. Das heißt wie Nikolaus, Weihnachten, Ostern, Fasching. Das sind einfach Themen, die einfach jedes Jahr kommen, werden zwar immer unterschiedlich aufgearbeitet, aber die sind einfach fix im Jahr enthalten. Dann gibt es oft Themen, die uns Pädagogen oder Betreuer oft auch wichtig sind, wenn wir das Gruppengeschehen beobachten, was vielleicht auch gerade für uns wichtig ist für die Kinder, sei es ein Freundschaftsthema oder vielleicht ein Umweltthema oder mit Mülltrennung oder vielleicht auch mal ein Sprachenthema. Und natürlich gibt es auch sehr viele Themen, die von den Kindern kommen und die Kinder auch sehr interessieren. Und da beobachten wir, was gerade aktuell ist und was wir aufgreifen können. Und so entstehen dann eigentlich die Projekte durchs Beobachten, durchs Reflektieren, durch Sprechen mit den Kindern. Und so sind heuer einfach schon Projekte entstanden, wie im Herbst war das Traktorenprojekt oder einen eigenen Adventkalender haben sie gestaltet. Oder auch ein Raketenthema mit den Astronauten heuer schon. Und im Fasching dann ein Piratenschiff mit Flagge, die sie auf- und abziehen konnten. Das ist einfach alles von den Kindern selbst gekommen und jetzt noch ein Uhrenthema. Und diese Projekte können einfach kurze Zeit dauern, können nur 2 Tage sein oder sie reichen über 2-3 Wochen oder manche sogar über einige Monate, wie das Interesse der Kinder einfach besteht. So, jetzt habe ich verschiedene Eier mitgebracht. Und da ist das Huhn. Das ist das Huhn. Huhnei. Welches ist denn größer? Ente. Das Entenei, genau. Das ist vom Huhn und das ist von der Ente. Fantasie und Kreativität sind wesentliche Bestandteile des Lebens. Daher wird sehr viel Wert darauf gelegt, Kinder diesbezüglich in ihrer Individualität zu fördern. Theodora und Felix besuchen den Landkindergarten in Schierning sehr gerne, wie sie uns nun selbst erzählen. Liebe Theodora, warum gehst du eigentlich so gerne in den Kindergarten? Also habe ich viele Freunde und ich spiele mit Freunden. Kannst du auch sagen, was du spielst? Kannst du ein bisschen was aufzählen? Ich spiele Halligalli, Memo, Fuchs, wie spät ist es? Und Maus und Katze. Ich spiele gern mit meiner Freundin Ulrich, baue ich gern Autos. Mit meinem Freundin Lukas baue ich gern Paläste und so in der Bauecke. Und ich schaue noch gern mit Ulrich Büchern und gehe ich auch gern klettern und sowas. Musik
Simona, Mutter von zwei Kindern. Ihre beiden Kids werden im idyllischen Landkindergarten Schierning betreut. Welche Erfahrungen hat sie dort gemacht? Die Pädagoginnen oder die Betreuerinnen wie ich gesagt habe, sind super. Sie können mit den Kindern ganz gut gehen und das gefällt den Kindern und uns auch sicher. Ne? Das ist sehr gut. Wie sie dann spielen, wie sie dann lernen, das ist auch eine sehr gute Sache, wie sie das schaffen. Und die Kinder machen sehr viel Spaß, egal was es ist oder egal welche Jahreszeit. Und ja, egal welche Aktivität sie haben oder sie planen, schaffen sie das sehr gut und die Kinder sind aufgeregt, aber dann sehr zufrieden und erzählen dann für Tage, was sie gemacht haben und das bleibt hier drinnen und das ist toll. Unter dem Motto »Hilf mir, es selbst zu tun« erleben die Kinder die Pädagoginnen als Wegbegleiterinnen. Im Landkindergarten Schierning werden Kinder dabei unterstützt, selbstständig, selbstsicher und selbstbewusst zu werden. Ja, es ist mir sehr wichtig, dass die Kinder sich bei uns wohlfühlen und dass wir respektvoll miteinander umgehen. Und wir möchten da den Kindern Vorbild sein. Die jüngeren Kinder haben die Möglichkeit, von den größeren Kindern sich schon etwas abzuschauen, etwas zu lernen. Und die größeren Kinder können Verantwortung übernehmen und den jüngeren Kindern schon Hilfestellung geben. Es ist mir wichtig, dass wir viele Angebote setzen in den unterschiedlichen Bildungsbereichen, sodass die Kinder wirklich die Möglichkeit haben, sich zu entfalten und Erfahrungen zu sammeln. Und es ist mir wichtig, dass wir einen guten Kontakt zu den Eltern haben, dass da der Austausch gut funktioniert. Denn nur so können wir für die Kinder da sein. Und auch der Austausch mit den Lehrkörpern ist uns sehr wichtig. Wir setzen immer wieder Aktionen und Aktivitäten, wo wir praktisch mit den Lehrern und den Kindern der ersten und zweiten Schulstufe schon gemeinsam für die Schulanfänger etwas vorbereiten. So haben die Kinder schon die Möglichkeit, in die Schule hineinzuschnuppern und das erleichtert ihnen dann den Schulstart. Ja, und zu diesem Motto, hilf mir es selbst zu tun, möchte ich nur sagen, ich habe vor einigen Jahren eine Zusatzausbildung absolviert, die Ausbildung der Montessori-Pädagogik. Und dieser Leitsatz stammt aus der Pädagogik und das ist auch Leitbild in unserem Kindergarten geworden. Wir haben zusätzlich zu den Spielmaterialien auch noch Montessori-Material in unseren Gruppenräumen, wie zum Beispiel die Übungen des praktischen Lebens. Da haben die Kinder die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten zu trainieren und wirklich sich gut vorzubereiten und es ist wirklich schön zu beobachten, wie die Kinder so von Tag zu Tag immer selbstständiger werden. Den Kindern die Augen für die Welt öffnen, sie für das Leben stark zu machen. So haben auch wir vom WebTV Grad Weinstraß Engel diesen idyllischen Landkindergarten in Schierning erlebt.